willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute die Montbox vorstellen. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt das Paket Muster und Formlegen ab 3 Jahre. Fördert spielerisch die Feinmotorik, mit Kindern entwickelt, made in Germany. Und fördert auch Auge-Hand-Koordination, Farbenlernen, Kreativität, räumliche Orientierung und Logik. Und The Montbox steht für Montessori-inspirierte Lernspiele. Das fand ich besonders spannend. Kindgerecht, spielerisch und vor allen Dingen familiengerecht. Und The Montbox wurde letztes Jahr von Stefanie gegründet. Und Stefanie ist selber Mama von 3. Das finde ich immer sehr, 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 sehr gut. Und es geht einfach um spielerisches Lernen, schnell und einfach. Und um die Kinder einfach für etwas zu begeistern, sie einfach auch entdecken zu lassen. Also Mama kann dann getrost daneben einfach sitzen und einen heißen Tee trinken, der dann auch heiß getrunken werden kann und nicht kalt, so wie es ja oft ist. Und man lässt die Kinder einfach machen. Ich weiß, das ist für manche schwierig, wenn sie ein Spiel nicht so spielen, wie es vielleicht gedacht ist, sondern einfach machen lassen und ausprobieren lassen. Vielleicht immer mal wieder einen Input reingeben, aber ansonsten machen lassen. Das finde ich so, 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 so schön. Es ist unglaublich schnell und unkompliziert aufzubauen. Also man kann wirklich sofort loslegen. Wir packen die Schachtel mal zusammen auf. Da sind dann 2 Säckchen drin. Hier in dem sind die Spielsteine drin, in verschiedenen Farben. Die Säckchen sind sehr, sehr schön. Und hier drin sind die Spielkarten. So, und dann hat man hier zum Beispiel verschiedene Formen. Oder auch diese Karte hier. Ist, glaube ich, ganz simpel, ne? Hier sortiert man zum Beispiel die Farben drauf. Hier kann man dann mit den Steinen einfach die Form nachlegen. Was ich auch übrigens hier sehr, sehr spannend finde, das nachzulegen. Und dann hat man noch ein kleines Zettelchen da drin. Mit Aufgaben oder Ideen, was man mit diesem Spiel halt einfach alles machen kann. Also den verschiedenen Spielvarianten und auch Schwierigkeitsgraden. Also es ist wirklich etwas, auch Vince mit seinen 5 Jahren hat das sehr, sehr gerne gespielt. Es passt aber halt auch schon für Svea mit ihren 3 Jahren. Das finde ich richtig cool. Also für Svea ist gerade so Stufe 1, ne, die Grundvarianten. Also die Form nachlegen, die Farben sortieren, auch einfach freies Legen und beidseitige Motorik, ne, also auch die ungeübte Hand, das machen zu lassen. Und dann haben wir mal was hier zum Beispiel Vorschule, was jetzt Vince eher wäre, das wäre Stufe 3. Muster nachlegen und fortsetzen. Also logische Reihen erkennen und dann auch fortsetzen. Das kann man auf den Mustern und in Form machen oder auch frei als Schlange natürlich. Gibt es sogar noch dann als Grundschule und noch mehr Abwechslung. Man kann die Form natürlich auch mit Knete legen. Sensorik auf Tablett mit Körnern, Reis, Salz nachzeichnen, finde ich auch geil. Und gezeichnete Motive mit Aufklebern bekleben, mit Wattestäbchen betupfen oder mit Pinseln nachzeichnen. Tipp, die Holzsteine können auch prima zum ersten Zählen und Rechnen verwendet werden. Und das finde ich halt so genial, wenn du so eine große Vielfalt hast aus A, Schwierigkeitsgraden und Spielvarianten. Ein Spiel, was sowohl für die 3-Jährige als auch für den fast 6-Jährigen geeignet ist. Finde ich als Mutter, finde ich das halt einfach mega, 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 mega gut. Hier hinten steht auch nochmal einiges zum Spiel drauf. Hochwertig, wertvolle Beschäftigung, das auf jeden Fall nachhaltig. Spielen ist Lernen mit Leidenschaft. Das finde ich auch so schön, diesen Satz. Spielen ist Lernen mit Leidenschaft. Und das mochten die Kinder vom ersten Moment an. Also die haben auch sofort verstanden, was sie tun sollten, ohne dass sie es eigentlich groß erklären sollten. Es war ihnen sofort klar, okay, auf dieser Karte kann ich die Farben sortieren und hier mit der Karte kann ich zum Beispiel die Formen auch nachlegen und ich habe sie auch einfach frei spielen lassen. Also ein Kind, was kann ich mal, Vince fing dann zum Beispiel auch an, die Steine einfach aufeinander zu stapeln und zu sortieren, unabhängig jetzt von den Karten. Aber genau darum geht es ja eigentlich auch, ne? Also die Kinder da einfach auch frei machen zu lassen und schauen zu lassen, okay, in welche Richtung geht es denn? Wie entdecken sie denn das Spiel einfach auch für sich und einfach selber entdecken lassen. Nicht so sagen, okay, du musst hier das und das machen. Einfach mal gucken lassen. Und ja, also ich war mega begeistert, die Kinder auch vom ersten Moment an. Hier steht noch mal ein bisschen was zu The Montbox. Also Stefanie, ihre Kinder sind übrigens 4, 7 und 12. Also auch eine sehr, sehr große Spannbreite. Deswegen finde ich das auch so schön. Und hier steht was zu ihrer Vision.
Meine Vision ist es, viele kombinierbare und erweiterbare Lernspiele zu entwickeln, die jedes Kind individuell fördern. Mit einem kinderleichten Farb- und Symbolsystem. Praktisch aufbewahrt in einer schönen Box. Das stimmt auch. Ist auch super schön zum Mitnehmen. Also so für unterwegs und in den Urlaub. Also ich nehme das auch gerne mit, wenn ich manchmal so zwischendrin beim Essen oder so eine Beschäftigung für die Kinder brauche. Es nimmt nicht viel Platz weg, es ist nicht schwer. Man kann aber sehr, sehr viel damit machen. Auch dafür finde ich es richtig, richtig genial. Und hier, ne, einmal ein Spiel ist zum Beispiel, also ich habe jetzt das hier. Muster und Form legen. Das habe ich. Und es gibt aber auch noch das, was ich sehr interessant finde. Einmal ein Spiel Mathe mit Spaß üben. Das ist dann so ab 7. Das wird dann für uns nächstes Jahr interessant. Hohe Motivation und Konzentration, da jede Aufgabe eine Überraschung ist. 34 Spielkarten mit Anleitung für 1 bis 2 Spieler. Und halt wieder diese schönen praktischen Beutel für unterwegs. Richtig, richtig, richtig schön. Also ich verlinke euch The Mont Box sehr, sehr gerne unten in der Infobox. Ich finde das echt eine richtig schöne, klasse Idee, sowohl aus meiner Sicht als Mutter, als auch als aus der Sicht der Kinder, wie ich sie erlebt habe, wenn wir damit spielen. Ganz, 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 ganz toll. Also schaut es euch sehr, sehr gerne nochmal genauer an. Wenn ihr noch Fragen zu The Mont Box habt, dann stellt die jetzt gerne, sehr gerne unten in den Kommentaren. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr der Meinung seid, das ist etwas, was man fördern und unterstützen sollte, so wie ich dieser Meinung bin, dann teilt das Video sehr, sehr gerne mit euren Freundinnen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!